Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Deadly Premonition. Ich muss echt mal gucken, wie man das ausspricht. Das tut mir wirklich leid. Ja, wir hatten in der letzten Folge einen kleinen Autounfall. Das schöne Auto. Oh, was haben wir hier? Eine Agentenauszeichnung, ja super. Liegt hier einfach mal so random rum. Wir sind der weltbeste Agent, ja. Wie man sieht. Zack. Im Licht ist ein Pfad zu sehen. Ich bin lange keinem Pfad mehr gefolgt. Was zum... Wo hast du eigentlich deine Taschenlampe? Warte mal. Dieser kleine Punkt da an deinem Sakko, das ist deine Taschenlampe? Wundert mich nicht, dass das nicht wirklich hell macht. Okay. Dann gehen wir doch mal hier mit dem Stahlrohr. Mal gucken. Rostiges Rohr. Reichweite groß. Tempo normal. Stärke normal. Haltbarkeit gering. Gut, nehmen wir das Ding noch einfach mal mit. Ein Stahlrohr. So, wir können es mitnehmen oder in unseren Koffer legen. Koffer, ja, finden wir immer mal überall. Das ist so ein globales Inventar, sozusagen. Wo wir Sachen, die wir jetzt nicht mehr mit uns rumtragen wollen, ablegen können. Und wie gesagt, wir haben ein Messer mit einer Haltbarkeit. Wir haben ein Stahlrohr mit einer Haltbarkeit. Wir haben eine 9mm FBI-Waffe mit unendlich Munition. So. Das ist schon mal bei einem Survival-Horror-Spiel meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. Hallo, kannst du mal bitte... Ich habe zwar gerade was anderes ausgerüstet, aber ist okay. Gehen jetzt erstmal hier hinten was aufsammeln. Verbandskasten klein. Es sieht so schäbig aus. Er sieht einfach nur schäbig aus. Tut mir leid. Also, für ein Spiel, was 2010 rausgekommen ist, echt Brüller. Brüller. So, Stahlrohr. Auch die Animation, wie hier alles zerspringt, so plong. Ihr hättet ruhig mehr wie zwei Animationen nehmen können. Das wär schon gegangen. Okay, was soll mal das jetzt ist? Auf jeden Fall Rauschen und Filmrollen. Looks like we're being welcomed. Zack, I'll let you handle the meet and greet. Was? Hier ist doch niemand. Wie kommst du auf die Idee? Und was ist, oh mein Gott, was ist das da hinten? Und warum ist meine Taschenlampe schon wieder an? Aha. Ich sehe in dem Nebel kaum was. Der Pfad könnte blockiert sein. Vermeiden wir jedes Risiko. Aber du kannst schon weiter gucken wie 2 Meter, oder? Weil ich sehe, warum es blockiert ist. Okay. Gehen wir halt in die andere Richtung. Und wir können auch offensichtlich nicht unendlich sprinten, wenn ich oben die Anzeige da gerade richtig... Oh, ich höre einen Hundi. Ich möchte keine Hundis hören. Irgendwie möchte noch keine Stimmung bei mir aufkommen. Ich weiß auch nicht. Es ist... Wie gesagt. Oh. Jemand tut dem Hundi gerade was an. Dafür, dass es... Oh, Blut. Kann ich... Nee, ich kann nicht gleichzeitig laufen und mit gezogener Waffe rumlaufen. Ja, dafür, dass es ein Survival-Horror-Spiel ist, bin ich irgendwie noch nicht so 100% in diesem Survival-Horror drinne. Und ich hoffe auch, dass wir die Waffe abgenommen bekommen. Oh, armes Hundi. Okay. Das friedliche Picknick können wir vergessen. Zack, bleib auf der Hut. Was für ein... Du kommst hierher, um Mord zu untersuchen. Was für ein friedliches Picknick. Das ist echt komisch, Mann. Oh, ein Haus. Und da unten läuft jemand. Hallo, junge Dame. Geht's Ihnen denn gut? Ich
hoffe einfach mal, weil ich muss da jetzt hinterher, ne? Und weg ist er. Ernsthaft? Oh, da ist noch so ein Agentenabzeichen. Und lass mich raten, hier hinten wird es wieder zu neblig. Da brauche ich überhaupt nicht hinzugehen. Ich will aber auch nicht in das Haus. So sieht es nämlich aus. Das sieht verschlossen aus. Yep. Rote Lichter an Türen sind nie gut. Okay, dann gehen wir in das Haus. Hallo? Junge Dame. Dose mit Eingemachten. Ja, okay. Generator. Sehe ich das richtig? Blaue Sachen sind Sachen, die ich aufheben kann. Und rote sind Sachen, mit denen ich interagieren muss, damit es weitergeht. Kann das sein? Erstmal observieren. Eine Kontrolltafel für das Stromnetz. Das könnte uns vielleicht genug Strom liefern. Ja, dann mach halt. Yay, es werde Licht. Und die Tür ist offen, das ist doch schön. Oh, da ist sie ja wieder. Hallo. Junge Dame, geht's Ihnen gut? Nee. Wie cool er einfach hier lang geht. Ich meine, hallo. Oh nee, der geht's wirklich nicht mehr gut. Fucking Limbo-Tänzerin aus der Hölle. Oh mein Gott. Geheimnisvoller Schatten. Ach, mach Dinger. Okay, mit Space Waffe wählen und zielen, mit Maus Waffe ziehen und zielen. Hä? Okay. Mit linker Kontrolltaste Waffe ziehen und erfassen. Und da ist nochmal eine rechte Maustaste. Okay. Das war einfach. Oh, hi. Und immer mitten ins Gesicht. Lass mich raten, da kommt noch jemand. So, ich glaube, jetzt kann ich mal wieder... Ah, Verbandskasten. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich kann die Sounds jetzt aber nochmal ein bisschen lauter machen. Weil ich höre jetzt in-game selbst fast überhaupt nichts. Ja, hier muss ich auch jedes Mal wieder umgreifen auf die Tastatur, weil so irgendwie... sich die... Maussteuerung gespart haben. Braucht man ja nicht. Wofür denn? Puh. So. Ja, ich möchte das speichern und ich möchte das beenden und ich möchte da raus. Okay. Hier hinten ist jetzt wahrscheinlich die Tür aufgegangen. Gehe ich richtig in der Annahme? Ja, ich gehe richtig in der Annahme. Also, von der Konsolenversion... Oh. Gucken wir uns das doch. Profilerstellung starten. Sagt mir immer noch nichts. Tut mir leid, also. I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach, can you give me a logical explanation about what that was? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Ja, bestimmt. Ich weiß zwar nicht, wer Zach ist und da vorne klingelt ein Telefon. Aber ich stimme voll und ganz mit dir überein. Sind wir vielleicht... Oh, ein Lutscher. Sind wir vielleicht Zack? Kann das sein? Da liegen doch noch mehr Lutscher, ich sehe es doch. Ah, hier kann ich speichern. Jetzt habe ich einfach auf Interagieren gedrückt. Ja, komm, machen wir einfach mal. Okay. Oh, das Licht geht wieder aus.
Was ist mit dem Himmel los? Wo bin ich hier gelandet? Ist das so eine Art Silent Hill jetzt? Oh, daneben ist einer. Sind das Explosivfässer? Yep, das sind Explosivfässer. Und kleine Abzeichen. Okay, die großen bringen plus 10, die kleinen plus 5. Und ganz komische Soundeffekte gerade hier. Ja, wie gesagt, das ist... Ah, da haben wir auch noch was. Es ist nicht wirklich nach heutigen Standards, dieses Spiel. Muss man einfach so sagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe... Oh, der hat was fallen lassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das auch... Noch ein Stahlrohr. Sollte das eigentlich ursprünglich auch ein Horror-Adventure werden? Bis sie sich dann gedacht haben, nö, komm, machen wir ein bisschen Shooter-mäßig noch was rein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sich die Entwickler hierbei gedacht haben. Aber es hat trotzdem so einen gewissen Charme. Ich finde es echt gut. Das, was ich bislang gesehen habe, hat mir auf jeden Fall schon gefallen. Hörst du? Warum lauft ihr alle so? Und ihr kriecht aus irgendwelchen tärigen Lachen am Boden, okay. Seems legit. Dachte ich mir doch, dass da... Amazing. Sehe ich das richtig? Wenn schwarzer Rauch aufsteigt, stirbst du? Ja. Okay. Nehmen wir uns doch mal dieses Agentenabzeichen noch. Ja, wie gesagt... Oh, da war auch was drin. Wie gesagt, noch gruselt's mich recht wenig. Und das als jemand, der eigentlich... unheimlich schreckhaft auch ist. Oh, hi. Das liegt aber 100% wahrscheinlich einfach nur an der lächerlichen Tatsache, wie die Gegner hier sich fortbewegen. Schon wieder ein Verbandskasten. Yay, ich wurde noch nicht einmal getroffen, aber Hauptsache, ich habe schon mal 10.000 Verbandskästen. Oh, da ist wieder ein explosives Fass. Ich warte einfach, bis du da hingehst. Yay! Daneben ist niemand. Oh, aber da vorne ist noch jemand. Von hier noch nicht mal anvisieren kann. Komm, so langsam wie die sich fortbewegt. Jetzt kommt's aber doch schon ganz schön. Hallo? Ach, Mann. Es ist so derb. Es ist einfach nur so... Oh, hi. Was denn hier passiert? Der Generator sieht übel aus. Zack, ich glaube, der Mörder hatte echt was gegen ihn. Gegen den Generator? Meinst du also? Okay. Wenn du das findest... Das hatten wir gerade schon mal. Mit einer Axt zerstörte Maschine. Okay. Dann geht bestimmt gleich das Profiling wieder los. Ja. Gucken, ob wir jetzt mehr damit anfangen können. Zack, versuchen wir dieses kaputte Ding zu reparieren. Ich glaube nicht. Ein Sicherungskasten, okay? Aber ich glaube nicht, dass du den Generator irgendwie nochmal... Nimm doch die Axt einfach mit. So, nope. Warum auch? Ach, Äxte mitnehmen. Kann ja jeder kommen. Ich hab doch mein episches Stahlrohr. Daneben ist wieder eine zugeschlossene Tür. Aber die sieht auch ziemlich... abgeschlossen aus.
Yay! Hallo? Jemand zu Hause? Ja, natürlich ist jemand zu Hause. Kill me! Ja, habe ich gerade getan. Liegt hier noch irgendwas? Auch die Stimmen von den Gegnern, ey. Super. Oh, Sicherungskasten. Es scheint nichts kaputt zu sein. Da er vom selben Modell ist, kann ich ihn wahrscheinlich reparieren. Okay. Wie halt hier alle Häuser einfach gleich aussehen. Und alle denselben Generator drinne haben. Der Strom in der Gegend müsste jetzt viel stabiler sein. Beeilen wir uns, Zack. Okay. Jetzt wollen wir wetten, dass jetzt hier draußen wieder einer steht. Ja, klaro. Oh, daneben ist noch einer. Fräulein Limbo-Tänzerin. Und du... auch noch. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier weiter müssen. Gibt ja sonst nicht viele Wege. Viele Wege führen nach Rom, aber... nicht so viele durch diesen Albtraum. Da müssen wir einfach nur straight through. Nee. Wie man so schön sagt. Okay, ich kann die also auch einfach nur in den Arm schießen. Oh, du warst noch am Sterben. Okay. Okay, warum kann ich gerade nicht nachladen? Das ist ein bisschen befremdlich, aber... komm ich schon mit klar. Wir haben noch einen Verbandskasten gefunden. Warum kann ich gerade nicht nachladen? Ah, da liegt auch noch ein Abzeichen. Du mit deiner Schippe kannst echt mal wegbleiben. Oh oh. Warum? Ah, ja, ja. Geh weg. Möchte euch nicht. Boah, Alter. Ich will das da eigentlich nur... oh, 10 mm Automatikkugeln. Okay. Und was haben wir hier? Nochmal. Ich habe, glaube ich, überhaupt keine Waffe dafür. Aber da hinten geht es ja eh nicht weiter. Dann gehen wir doch einfach mal hier gucken. Na, ah, diese Schusssteuerung. Oh, fickt euch doch alle ins Knie! Ey. Ah! Nein, nicht jetzt nachladen, York! Ey, guckt's euch mal an, wie die übersteuern! Jetzt kann ich wieder nachladen, regulär. Ich jetzt hier einfach durch, ey. Nein, du auch nicht. Meine Fresse, ey. Oh, hi. Ach, du Scheiße. Wegen dem hatten wir doch den Autounfall. Oh, ich höre die immer noch hinter mir. Nee. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Geräusch hier ist. Wegen dem Kerl hatten wir doch den Autounfall, oder? Der stand doch plötzlich auf der Straße. Und warum läuft der jetzt wieder weg? Der hat mich doch blitzsauber mit einer Axt angegriffen. Ich versteh's nicht. Oh Mann. Oh, hi. Interessantes Zeug. Es hat gerade wirklich so ein paar Anleihen, roter Efeu, so ein paar Anleihen von Silent Hill, so mit dieser Hölle, in die man da ständig kommt. Profilerstellung starten, das hat er jetzt automatisch gemacht, weil wir alle drei komplett haben.
kann aber immer noch nichts mit den ganzen Leuten anfangen. Lutscher. Stillt den Hunger ein wenig. Das sind Chupa Chups, das sehe ich doch. There's definitely something in this town. Nein. You feel it, Zach? My coffee warned me about it. Huh? Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." Ernsthaft? Ernsthaft? York. Francis York Morgan. Das ist wirklich dein Ernst? Du hast in deinem Kaffee gelesen, dass das passieren wird. Warum kann ich nicht mehr nachladen? Was ist hier los? Oh, da drüben liegt ein Abzeichen. Es hört halt einfach mal auf zu regnen. Instant. Aber es gewittert immer noch. Okay, ich habe keine Ahnung, warum Reload jetzt gerade nicht mehr funktioniert. Wo ich doch unendlich Schuss dafür habe. Soll mir aber jetzt auch in diesem Moment gerade mal egal sein, denn ich werde hier speichern gehen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die 514 Yards nach da unten laufen, wo unser nächstes Ziel ist. Das soll auch so eine kleine Open-World-Komponente haben. Mal schauen. Ein GTA wird es wohl nicht sein, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Ja, aber ich hoffe doch... Es irritiert mich, dass ich nicht nachladen kann. Ich hoffe doch trotzdem, dass es euch bis hierher gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.